So, Justin eingeschlafen. Ist normalerweise sehr beteiligt am Chat, heute mal nicht. Ach Mist. Na, ist egal. So, hier lang muss ich wahrscheinlich. So kann man auch ans Ziel kommen. Hallo, Kleines. Sie wird dich heimsuchen, Sakura. Sie hat dich lieb. Sie will doch nur ein bisschen spielen. Die kleine Puppe. Sie wurde schon oft benutzt zum Spielen. Doch leider ist sie immer wieder kaputt gegangen und man musste sie zusammenflicken. Durch die fehlende Liebe haben ihre Wunden angefangen zu bluten, wie aus dem Nichts. Aber hab sie lieb. Entschuldigung, ich glaube, das war's mit der Sakura. Hat sich jetzt gerade verabschiedet. Nope. Mach's gut, Graf. Tschüss. War nett mit dir. Hat Spaß gemacht. Nee, von da kam ich, genau. Da hinten war der Raum. Hier war der Raum. Da ging's weiter. Hier auf der linken Seite. Nee, da war nichts. Nope, 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 nope. Ich bin raus. Macht's gut. Tschüss. Nee, alles gut. Ich höre eine Schnauze. Aha, wen haben wir denn da? Da, 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 da. Super. What? Diese Belohnungen, die bringen mir so gut wie gar nichts mehr, weil ich fast alles voll habe. Schön, dass ich 500 Dingsbums habe, aber ich kann nichts mehr upgraden. Wenn man sich wenigstens was holen könnte für die Zähne, aber nee. Man kann nur versuchen, die Zahnfee zu bestechen. Aber ich glaube, das wirkt auch nur begrenzt. What? Och, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Das ist das, was ich nicht mag. So. Yo. Och, Kacke. Was war denn das? Bitteschön. Kann mir das mal bitte einer verraten? Och nee. Nee, 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 nee. Diese Dinger, die... Irgendwas kann da nicht stimmen. Was? Das war in der Stille komplett. Tja. Ist eigentlich gut, ne? Ich tue so, als wenn... ich bringe Sakura dazu, Albträume zu kriegen. Dann kann sie nicht schlafen und dann muss sie meinen Stream gucken. Haha, das hat Sinn und Verstand. Marketing-Analyse. Was hat denn das mit Analyse zu tun? Das ist eine Marketingstrategie. Och, Menno. Wenn das... Das ist ein Puppenkopf. Ist kein Flummi. Bitte. Danke. What? What? Ach nö.
leckt das denn so? Muss ich genau treffen. Ab ins Loch. Ha, sogar ohne Haare. Hat er nicht gesagt. Doch, eiskalt. Also jetzt die Frage, ob ich so einen Puppenkopf im Loch haben will. Wahrscheinlich nicht. What? What? Hauptsache dadurch. Man muss gerade noch ein bisschen was am Nachten. Ich meine, ich mag ja solche Maschinen, aber nicht in diesem Spiel. Weil es immer mit irgendwas Krankem ausartet. Yo. Och, Menno. Da kriegst du Plack. Was zum? Wum, bum, 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 bum. What? Kann das Ding mal... Gott sei Dank. Verschwende keine Munition. Treiben der Verfall ist unverwundbar. Ja. Ich habe aber unendlich Munition. Also dann ist mir das egal. So. Oh ja. Ich rutsch mit meinem Po. Nach Mexiko. Yay! Die Alice rutscht mit ihrem Arsch die Rutsche ab. Denn bei dem Mädchen, da macht so mancher Penis schlapp. Das hat er nicht gesagt und er tut es trotzdem. Während wir uns auf der Rutsche wiedersehen. Oh yeah. Das Spiel hat mich mittlerweile so krank gemacht, dass ich singe und trotzdem habe ich zwei gelacht. Na komm, werf. Und gerade noch einmal. Tja, Püppchen. Blöd gelaufen. Yo, yo, yo.
hast du deinen Arm verloren. Alter, man kann es übertreiben. Holy moly, broly? Alter Schwede. Also die Puppenwelt ist um einiges schwerer. Um einiges. Wir haben jetzt über 1010 und wir wissen nicht wohin. Und also mit den Dingern, aber Hauptsache wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Ja, super, jetzt muss ich auch noch eine Punktlandung machen. Super. Puh. Das nächste Kapitel. Boah. Das bringt mich aber jetzt zum Schwitzen. Gelöst. In Oxford wohnen keine Zentauren, ein gewisser Doktor schon. Ich habe ihn gesehen, ein stolzer Student. Jetzt erinnere ich mich an ihn. Dieser Schlüssel gehört zu Lissys Zimmer. So war das also. Er hat also die Familie von der Alice auf dem Gewissen. Und will wahrscheinlich an ihr Erbe ran. Und ist zur Familie geraten, weil er ein Student war. Und ihr Vater war wahrscheinlich Professor an der Uni. Oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas in der Art. So fügt sich die Geschichte zusammen. Und deswegen, weil die Alice ihn gesehen hat, kann er sie nicht einfach loswerden. Das wäre ja zu offensichtlich. Deswegen will er auch, dass sie alles mein vergisst. Vater hätte nicht gewollt, dass ihr weint, Mädchen. Er hatte ein langes Leben. Und wie der Dichter sagt, wie bei einem Uhrwerk müde vom Verzehren der Zeit, standen die Räder beschwerlichen Lebens schließlich still. Jetzt müssen wir zum Zug. Bleib doch nicht stehen, du gehst da sowieso rein. Alles klar. Mich mal gucken, wie viele Leute da noch dabei sind. Ich denke mal, ich werde versuchen, das Spiel durchzuziehen. Dann haben wir es für heute fertig. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, das kommt irgendwann sowieso als Let's Play auf YouTube raus. Von daher, ja, solange Justin und Hino noch da sind. Denke ich mal. Wenn jetzt natürlich alle sagen hier tschüss, dann können wir das Spiel auch beim nächsten Mal zu Ende spielen. Wir sind ja schon relativ lange am Recorden, beziehungsweise wir sind ja schon 8 Stunden live. Von daher, das ist noch eine Erinnerung. Die würde ich gerne noch mitnehmen. Außer wenn ihr natürlich Bock habt, dann ziehe ich das noch durch. Aber ich glaube, ich spiele. Ich bin kein Spielzeug. Er verlangte Dinge von mir, die ich nicht tun wollte. Aha.
Kann es sein, dass dieser Student vielleicht der Typ war, der Alice Schwester angebaggert hat und die keinen Bock auf den hatte? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, weswegen dieser Typ einen Groll auf diese Familie hatte und deswegen vielleicht das Feuer gelegt hat. Man weiß es nicht. Was? Bin ich nicht der erbärmlichste und selbstsüchtigste Unglücksrabe unter der Sonne? Nichts ahnend lebe ich in einer Ausbildungsstätte für Prostituierte. Mein Mentor ist ein widerlicher Zuhälter. Ich wurde zur Komplizin des Mörders meiner Schwester und meiner Eltern, weil er meinen Geist zerstört hat. Ich suchte Linderung von meinen Schmerzen und sie hielt mich von der Wahrheit fern. Du hattest es fast geschafft, hast dich beinahe von deinen Ängsten befreit. Du hättest geheilt werden können und vergessen. Die Erinnerung an meine Familie aufgeben? Sie sind tot. Das solltest du auch sein. Du missratene, grässliche Kreatur. Mörder! Du blutsaugender Parasit. Der Schaden, den du Kindern zufügst. Der Missbrauch. Ich biete nur gewisse Dienste an. In der großen, bösen Stadt gilt es, die verschiedensten Gelüste zu befriedigen. Meine Familie. Aha. Mein Geist. Der infernalische Zug. Der Zug ist deine Erfindung. Deine Verteidigung. Ich lege nur den Fahrplan und die Reiseroute fest. Der Zug rollt heran mit glänzenden Wagen, mit weichen Sitzen und funkelnden Narben. Still, meine Kleinen, Angst ist unangebracht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. What? Ich werde ihn aufhalten. Und wenn es das Creation Letzte Flame. Ist, was ich tue. Was du wünschst, soll geschehen. What? Du bist verloren. Und wo dein Körper ist, wird auch dein Geist. Nein! Vielleicht ist er schon da. Kannst du nicht unsere Alice in eine Puppe verwandeln? Boah, das Spiel, Leute. Dieses Spiel. So, der Doktor ist also der Böse. Das war aber mir von vornherein schon so ein bisschen klar, weil der ständig auf Alice Erbe rumeiert. Die weiß, dass er ihre Familie umgebracht hat. So. Er will das natürlich verhindern und dass sie vergisst und dass sie weiter ins Waisenhaus bleibt und nicht an ihr Erbe rankommt und eine edle Dame wird. Auf der anderen Seite betreut er die Waisenkinder und wird wahrscheinlich die einigermaßen ansehnlichen Mädels, die da rauskommen, wahrscheinlich als Prostituierte da setzen. Und die Alice weiß etwas, was ihn hinter Gittern vielleicht sogar auf die Guillotine bringen würde. Und deswegen hat der Doktor so ein Interesse an dem Mädchen, an der Alice, weil er ihr, weil sie ihm im Weg ist. Sie weiß was über ihn, was er nicht möchte. Sie sind die suppende Wunde der Verdorbenheit. Kinder, die ihren Namen um den Hals tragen, als wären sie nichts weiter als ein Stück Vieh. Eine Proklamation ihres Stammbaums könntest du auch brauchen. Sie sind stolz auf ihre Herkunft. Sie Unmensch! Die Kinder wissen doch gar nicht mehr, wer sie sind und woher sie kommen. Wie viele Psychen haben sie bis zum totalen Vergessen verdreht? Nicht genug. Deine wäre ein Triumph gewesen. Obwohl, du bist ein geistesgestörtes Wrack. Die Frucht meiner Arbeit. Ja, zieh dir die Zeugin als geistgestörtes Mädchen ran und dieses Mädchen wird dann nicht mehr ernst genommen. Aber nicht Alice. Boah, wollen wir es noch durchpetzen, Leute? Seid ihr noch mit dabei? Dann machen wir den Zug jetzt noch fertig, dann haben wir das Spiel hinter uns. Und können uns auf das andere. Ist das schon der Zug? Muss ich irgendwo rein? Hallo Hutmacher. Hutmacher, ich muss den infernalischen Zug stoppen und das Böse, was ihn antreibt. Ein wenig selbstfixiert das Fräulein. Wie? Erst die Suche voller Furcht und Fragmenterinnerungen. Jetzt ist es der Zug. Nie Zeit für den Tee.
Während dein Gehirn Urlaub macht, gehen wir unter. Nun dürfen Verrückte wie wir endlich in einer Teekanne in die Hölle fahren. Man darf aber nicht vergessen, was die eigenen Sinne gesehen haben. Vergessen ist einfach vergessen, es sei denn, das ist es nicht. Dann heißt es an. Was? Ich würde gern vergessen, was du getan hast. Ich hab's versucht, Kanzlerin. Sie haben mich benutzt und missbraucht, aber zerstören können sie mich nicht. Nicht? Es ist nicht mehr zu ändern. Die alte Alice und ihre Wunderland-Zuflucht sind vernichtet. Du kannst nicht mal erkennen, was geschehen ist. Und du bist machtlos, kannst es weder ändern noch gegen mich vorgehen. Dafür habe ich gesorgt. Also hast du psychologische Barrikaden eingebracht. Holst du dir nun deine Strafe ab? Wieso meine Strafe? Die Alice hat doch nichts Böses gemacht. Ich weiß, ich trage eine gewisse Schuld. Aber Bestrafung ist nie den Opfern des Verbrechens dienlich. Missbrauch ist ein Verbrechen der Starken an den Schwachen. Du hast recht. Die Täter werden nie genug bestraft für den Schaden, den sie anrichten. Wer Zeuge von Missbrauch wird und den Opfern nicht beisteht, zahlt eine Strafe. Dein Schmerz mildert dein Vergehen, nicht früher eingegriffen zu haben. Aber vielleicht hast du noch nicht genug bezahlt für den Schmerz der anderen. Was? Dieses Spiel, mein Brain ist gerade so richtig, ist gerade so am linken Ohr am Raustropfen. Sie haben mein Gedächtnis verdorben, aber nicht geschafft, mich vergessen zu lassen. Ich hätte was Leckeres aus dir gemacht. Die Kunden lechzen nach einem Stück von einer rasenden, wahnhaften Schönheit, ohne Erinnerung an Vergangenes oder Sinn für die Zukunft. Aha. Aber du musstest dich an deine Fantasien klammern. Du bist verrückt. Wie deine Schwester. Sprechen Sie nicht von ihr. Sie kennen sie nicht. Deine Schwester hat gern gespielt, tat, als verachte sie mich. Sie hat bekommen, was sie wollte, am Ende. So fügt sich alles zusammen. Diese Mistung, dieser dreckige Bastard. Meine Lizzie, was ist das Ziel dieses Zugs? Wahnsinn und Zerstörung. Du solltest keine Fragen stellen, deren Antworten du kennst. Das ist nicht höflich. Und das Geräusch, Lizzie, wie sie im Schlaf wünscht. Oh, nein. Arme Lizzie. Und es gibt keine Zentauren in Oxford. Lass dein Überleben einen Sinn haben, sonst sind wir alle verloren. Dich gerade am Strecken, Alice, jetzt wo es am Ende zukommt. Ah ja, da hast du recht, muss ich auch mal strecken hier. Alter, dieser Professor, diese Mistsau, dieser räudige Sohn einer ehrlosen Dirne. Alter, diese Missgestalt der Natur, ey, so ein dreckiger Bastard. Mit dem in unserer Fantasie besiegen und seine psychischen Blockaden zu umgehen. Was? Verkriech dich da! Lass mich raten, die Hand muss ich klatschen. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Ist das mies? Das ist zwar schön, aber bringen tut's mir nichts. Aber schön, wenn die kleinen Dinger wenigstens irgendwas fallen lassen würden. Okay, den muss ich jetzt einfach ein bisschen ausweichen. Jo.
Alles klar. Komm mal her, du Lümmelmann. Komm her. Vergiss es. Ah. Ja, ja. Ja, komm her. Diese Mistsau. Warum kann ich nicht aus... Boah, gibt der mir... Was zum... Oh, du elender Knödel, Dödel. Das ist doch unglaublich. Oh, hast mich nicht gekriegt, du Arschkeks. Oh, war das mies. Boah, ich bin gleich im Arsch, Mann. Ich bin doch ausgewichen. Boah, du verfickter Ficker. Alter. Es ist so unglaublich. Warum kann ich diesen verfickten Bastard nicht ausweichen? Alter, nee, das ist so eine Last. Das ist so ein Krampf im linken Ei mit dieser Sau. Halt dein Maul, du Wichser. Ich kack dir in dein Nest, du Kackvogel. Ich glaube, das Anvisieren ist scheiße, weil die da viel zu langsam ist. Na komm, ich weiß, dass du greifen willst. Tu's doch endlich. Thank you.
Das Anvisieren kannst du echt mit der Kleinen vergessen. Das geht so viel besser. Gibt's auch nichts weiter, ne? Welche Hand will mich? Gieß es. Na komm. Put, 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 put. Och Mann! Arschloch, dreckiges. Was eine Mistsau, die hier doch ist. Ey, du bist doch so ein verfickter Bastard. Absurd, Captain. Ist er jetzt fertig? Gott sei Dank. Was? Ich bring dich in den Knast und da wird dich irgend so ein tumber Schläger zu seinem Schatz machen und dann wirst du hängen. Wirklich? Eine hysterische Frau? Ex-Irre? Brüllt unglaubliche Anschuldigungen gegen einen respektierten Sozialarchitekten und Wissenschaftler? Mein Gott, Alice, wem würdest du glauben? Ich kann es ja selbst kaum glauben. Du monströse Kreatur! Solche Bosheit wird bestraft! Auf jeden Von Fall. Von wem? Von was? Psychotische, blöde Kuh. Dein Wahnsinn wird bestraft werden. Jetzt geh. Ich erwarte deinen Ersatz. Schubst den Penner doch vor die Gleise. Richtig schön in die Eier getreten. Jawohl! Das Mädchen sieht anders aus. Jetzt richtig schön ins Gesicht. Jupp! Perfekt. Alles klar. So machen wir's. Weg ist er. Und wie sieht's Wunderland aus? Schön. Wie am Anfang vom Spiel. Gefällt mir. Na, aber ganz schön im Arsch. Da habe ich jetzt auch keine Waffen mehr. Die Frage ist, wo muss... Nee, da muss ich nicht lang. Okay, wollte schon sagen, die Frage ist, wo muss ich lang, links oder rechts? Schön. Wunderbar. Freut mich. Endlich ist der Professor weg. Ich hoffe auch in der Realität. Hunstitch Home, Rettungshaus für verwahrloste Kinder. Inhaber Dr. Angus Bambi. Mistsau. Ah, Alice. Wir können nicht wieder heim. Keine große Überraschung. Nur wenige finden den Weg. Die meisten merken es nicht, wenn sie es tun.
Illusionen sind hartnäckig. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. Boah. Schmerz zu vergessen ist bequem. Ihn zu erinnern ist qualvoll. Aber für die Wahrheit lohnt sich das Leiden. Und unser Wunderland, obgleich beschädigt, ist in unserer Erinnerung sicher. Einstweilen. Boah. Schön. Cooles Game. Habe ich ja jetzt vor ein paar Jahren bei YouTube schon mal gestreamt. Ist trotzdem immer noch schön. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob ich die Credits schon drin hatte. Bin jetzt gerade noch ein bisschen am Waffeln spachteln. So, wir lassen erstmal die Aufnahme beenden.